Da sind wir wieder. Wir befinden uns auf dem Titan Varna Boris und legen direkt erstmal los. Da haben wir den ersten Mini-Titan. Ach, Mini-Titan. Nanowächter. Alter! Hier. Hauen wir mit dem Masterschwert drauf. Aber das Masterschwert ist mir zu schade, dafür nehmen wir die Wächteraxt. So. Schauen wir erstmal. Hier sieht es auf jeden Fall schon mal nicht so aus, als wäre da was. So, dem hauen wir mal ins Auge. So. Ich frage mich, was passiert, wenn ich den unter Elektro setze. Nichts. Sehr gut. Aber das muss auf jeden Fall was damit zu tun haben. Da baumelt auf jeden Fall eine Truhe. Na, so kommen wir auf jeden Fall hoch. Lalala. Ach, hier ist das Zentrum. Da können wir schon mal nichts machen. Oh nö, schon wieder ein Wächter. Ob noch was ganz Cooles. Oh. Ja, dann halt nicht. Ich wollte ihn eigentlich nochmal in die andere Richtung hauen, damit der nicht runterfällt, aber naja. Erledigt ist erledigt. So. Was haben wir hier? Anscheinend irgendein Nebenraum. Ist ja uncool. Hä? Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal die falsche Richtung. Versuchen wir es mal auf der Seite. Ach, das ist wieder ein Wächter. So. Hallo. So. Einwandfrei. So sollte das laufen. Gucken wir mal da oben. Nee, da ist auch nichts. Aber da kann man hoch. Nur ist das der richtige Weg. Eine Truhe. Was ist da drin? Bombenpfeile. Warum denn so viele Bombenpfeile? Frage mich gerade. Nö. Aha. Vielleicht außenrum? Die Frage ist, wie komme ich da ran? Lalalala. Moment mal. Da müsste ich doch 1 Euro rüberkommen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Da ist ein Tor.
Das sieht 1A nach Bombenpfeil aus. Wusste ich doch. Und da auch. Kommt man da rüber? Nö. Muss man auf der anderen Seite hoch. Knapp. Antike Feder. Das muss doch irgendwie... Mal einfach mal weiter. Lalalala. Nö. Ich muss überlegen, wo man zur Titansteuerung kommt. Oder? Vielleicht geht's auch einfach da lang. Ach, toll. Überall lang gelaufen und eigentlich ist der Weg so leicht. Na, also ich vermute mal, die Titansteuerung wird irgendwie so ablaufen, dass sich der Rumpf vielleicht dreht. Ja, definitiv. Oh. Sogar mit 3 Schaltkreisen anscheinend. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Gut gemacht. Sieh sie dir einmal an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Vanaboris regeln. Um Naboris zurückzuerobern, ist es notwendig, alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen. Das wird sicher nicht einfach, aber wenn einer es schaffen kann, dann du. Okay. So, probieren wir mal aus, wie das wirkt. Aha. Wir stehen da. Das heißt, theoretisch... Hä? Ach so. Na super. Okay, das ist von so gekommen. Also, versuchen wir es jetzt nochmal. Da bin ich. Oho. Hä? Was ist denn das? Was ist denn das? Thank you.
Wie machen wir das jetzt? Theoretisch. Das so die Verbindung sein. Ah, wie kriege ich denn da Elektro drauf? So oder was? Ey, uncool, uncool. Also, so wie das... Boah. Oh. Toll, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Nein! Alter. Muss ich da irgendwie da wieder hochkommen? La 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 la. War natürlich klar. Das heißt, nochmal drehen das Ganze. Ist ja gut, so. Stromzufuhr. Ich wollte erstmal eine Sache testen und zwar. Hä, das ist ja wieder. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade schon. Das. Okay. Kann ich hier um die Ecke schießen? Das wäre natürlich richtig geil. Aber da komme ich nicht lang. Schade. Man muss nämlich von der anderen Seite schießen. Okay. Dann gibt es natürlich eine einen Lösungsansatz und zwar das in der Mitte so drehen. Sehr gut. Hä? Jetzt müsste ich doch 1A von hier. Dein Ernst? Manno.
Komm schon. Schneller, Link! Schneller! Manu! Okay, andere Idee. Dafür haben wir ja noch andere Sachen. Ich hoffe nur, das reicht dann so. Ja, Mann. So muss das laufen. Bam. Hahaha. Wie geil. So, noch ein Auge. Zack. Wächter. Ich kletter erstmal hier hoch. Dann sehen wir, was hier ist. Schmodder. Oh. Oho. Nur wo ist das zugehörige Auge für die Truhe? Naja, einfach mal ignorieren. Dann komm mal hoch. Na, dann halt nicht. Kriege ich den frei? Oh nö, diese ganzen... Ah, hier ist der. Hier muss ich auf jeden Fall das abgeben. Noch 4 Kontrollsiegel. Auf dich ist Verlass. Klar ist auf mich Verlass. Oh. Verlass dich auf Link und du bist verlassen. Und abwärts. Theoretisch müsste das jetzt funktionieren. Oder?
Egal. Da hinten ist noch ein Teil, was wir kaputt schießen können. Ach so, das Ding. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier gibt. Noch ein Teil zum Drehen, na toll. Aber wir können ja Elektrofeile nehmen. So. Nix. Aha, okay. Da sehe ich auf jeden Fall den Sinn dieser Kugel. Und zwar da. Das Witzige hierbei ist, wenn man ganz faul ist, kann man sich mit bestimmten Sachen helfen. So. Und zwar meins. Hä? Normalerweise. Okay. Anders. Mal sehen, ob es auf der Seite funktioniert. Normalerweise müssten die Sachen ja 1A die Elektrizität leiten. Wo ist denn der Sinn? Aua! Jetzt auf einmal! Schönen Schock bekommen! Kann nämlich ohne Probleme. Nein, Mann. Bleibt doch mal liegen. So. Wenn man genug Waffen hat. So. Die Frage ist nur, haben wir genug Waffen? Eisen haben wir jetzt hoffentlich auch magnetisch. Zack. Ah, das war zu weit. Da. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt gelandet? Ja, das Problem ist, wir haben nicht genug. Wenn wir jetzt noch ein paar mehr Metallsachen hätten, dann wäre es natürlich praktisch. Aber, wobei, nee. Könnte ja ganz cool sein. Und die Dinger sind nämlich auch magnetisch. Elektrisch leitend. So. So, man kann nämlich das dann so
Hallo. Düpp, 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 düpp. Zack. So. Und noch den anderen Bogen. Zack. Und hier haben wir noch das Ding. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Los! Komm schon. Dein Ernst? Dein Ernst? Menno. Nein, nicht das. Noch einer. Zack. Boah, nö. Wegwerfen. Zack. Komm, ich hab's fast fertig. Dein Ernst? Der überträgt ja immer noch nicht. Die berühren sich doch. Nehmen wir noch den Ritterbogen. Gerade eben war. Gerade eben hatte ich's. Menno. Ja toll, jetzt darf ich die Linie nochmal legen. Komm schon. Und der Bogen noch. Der natürlich wieder alles zerhaut. Der muss doch leiten, die berühren sich doch. Komm schon. Okay, also die letzte Hürde ist ja echt am schwierigsten. Komm schon. Manno. Noch was Metallisches? Komm schon. Ja! Geschafft. So, und jetzt einfach außen rumlaufen. Und bam. Kontrollsiegel fehlen noch. Bitte halte durch.